Hallo, ich möchte in dem Video auf einige Kommentarfragen oder Kommentare aus der letzten Woche eingehen. Vor allem möchte ich was zu Aktien sagen, die momentan nicht so richtig in mein Beuteschema reinpassen, die ich mir also nicht so genau ansehen werde wie andere Aktien wie Nestle oder Coca-Cola, über die ich in den letzten 2 Wochen ausgiebig gesprochen habe, wo es aber trotzdem den einen oder anderen netten Aspekt oder interessanten Aspekt daran gibt, und die möchte ich heute in dem Video relativ schnell nacheinander abhandeln. Auch für diejenigen, die in den letzten Wochen neu als Abonnent dazugekommen sind, herzlich willkommen. Das ist allerdings kein Finanz-YouTube-Kanal, der vor allem versucht, möglichst große Reichweiten zu kriegen, sondern ich baue vor allem mein eigenes Aktiendepot auf und demnach schaue ich mir vor allem Aktien an, die für mich aktuell interessant sind, die in mein Beuteschema passen. Wenn das dem einen oder anderen hilft, selbstständig sich Gedanken über Aktien zu machen, dann freut mich das sehr. Mir macht auch der YouTube-Kanal Spaß, aber Aktien, die in mein Beuteschema nicht so genau reinpassen, wo ich momentan nicht mit dem Gedanken spiele, aus welchem Grund auch immer zuzukaufen, die behandle ich auch nicht dementsprechend ausführlich auf dem Kanal, weil sich das auch bei mir, ich bin dann nebenbei berufstätig und so weiter, nicht wirklich zeitlich ausgehen würde. Aber zu ein paar Aktien glaube ich eben schon ein bisschen was sagen zu können, und das möchte ich hiermit tun. Ein Nachtrag noch zu dem Video über stark gefallene Aktien, wo ich auch Mercedes behandelt habe. Also Mercedes, ja, hat eine lange Seitwärtsbewegung hinter sich. Die Aktie von Mercedes ist so gesehen nicht stark gefallen, sondern steht dort, wo sie schon 2015 war. Dass Mercedes in den letzten Wochen sogar hochgekommen ist, spielt für mich und für meine langfristige Betrachtung eher eine untergeordnete Rolle. Ich bleibe aber dabei, Mercedes fällt unter die Kategorie deutsche Aktien, die mittlerweile so günstig bewertet sind, dass sie schon wieder interessant sind, obwohl sie Probleme haben. Ich mache das also, diese günstige Bewertung von Mercedes, nicht unbedingt am Kurs der letzten 2 Monate fest. Das hätte ich in dem Video eindeutiger sagen können, weil das würde mich dann auch irritieren, wenn der Kurs in den letzten 2 Monaten ja relativ stark sogar gestiegen ist, sondern an der historisch günstigen Bewertung. Ich habe also bei Mercedes noch nie so viel Cashflow für einen Euro Kurs bekommen. Ja. Im Verhältnis zum Cashflow war die Mercedes-Aktie meiner Meinung nach noch nie so günstig. Eben zum Beispiel 2015, 16, als Mercedes beim ganz ähnlichen Kursniveau wie heute war der Cashflow des Unternehmens sogar negativ. In den letzten 2 Jahren verdient sich Mercedes eigentlich krumm und dämlich und ist trotzdem nicht höher bewertet, und somit fällt Mercedes wirklich unter sehr günstig bewertete Aktie, so gesehen auch gefallene Aktie von der Bewertung her, obwohl der Kurs in den letzten Wochen gestiegen ist. Ja. Und hier, aber das habe ich eben letzte Woche in dem Video ausführlich behandelt, ist halt die Frage, ja, wie lang Mercedes diese Cashflows halten kann. Ja. Weil Mercedes hat ein Konzept, stärker auf die Luxusklasse zu gehen, das kann aufgehen, muss aber nicht aufgehen, auf jeden Fall so wie jetzt weitermachen stabil, wird es bei Mercedes wie mit bei der ganzen Automobilindustrie aktuell nicht spielen. Es kam da auch das Kommentar, ich kaufe lieber Build Your Dreams und Toyota. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also Toyota oder Build Your Dreams sind Konzerne, die aktuell vor allem von der Firmenaufstellung her meiner Ansicht nach deutlich interessanter sind als Mercedes, deutlich mehr Chancen bieten. Ich muss aber auch sehen, dass die Bewertungen eben viel, viel höher sind. Ja, also Build Your Dreams ist da momentan volumensmäßig größter Hersteller von Elektroautos, während Mercedes eher also vom prozentuellen Anteil noch einen relativ niedrigen Anteil an Elektroautos hat. Toyota habe ich mir nur mal im Vergleich angeschaut. Also Toyota zahle ich ungefähr 60% Aufpreis aktuell im Verhältnis zum Cashflow gegenüber Mercedes, wenn ich die beiden vergleiche. Also Mercedes für mich aktuell eine Firma mit hohem Risiko, die aber eben, und da war die Aktie ganz richtig in der Rubrik, schon so tief bewertet ist, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,5, glaube ich, Dividendenrendite, ich glaube, ich habe im Video gesagt, gut 8%, das sind nur knapp 8%, aber immerhin findet man nicht so häufig. Das heißt, wenn bei Mercedes die Aussicht da ist, dass sie das Geschäft nur etwa auf dem aktuellen Niveau halten können, dann wäre Mercedes wirklich spottbillig bewertet.
Aber das ist eben sehr fraglich. Da gibt es noch ein paar andere Aktien, gerade aus Deutschland, die unter dieselbe Kategorie fallen. Auch nach Friedrich Vorwerk bin ich nochmal gefragt worden. Zu Friedrich Vorwerk habe ich ein längeres Video gemacht vor ungefähr 2 Jahren, als die Aktie gerade gehypt worden ist, wo ich ihm erklärt habe, warum ich diesen Hype nicht mitmache. Friedrich Vorwerk ist also ein Industriedienstleister, der sehr stark bei LNG-Gas profitiert, und da war eben vor 2 Jahren nach der Eskalation in der Ukraine und der neuen Situation mit Nord Stream 2 etc. Natürlich dementsprechend viel Fantasie dahinter, und da war also meine Argumentation, dass ich nicht sicher bin, ob die verbesserte Auftragslage, dass man gerade mit einem Trendprodukt unterwegs ist, auch in dementsprechenden Zahlen sich manifestieren wird. Genau das ist dann auch passiert. Friedrich Vorwerk hat so schnell expandieren müssen, dass die Kosten bei Friedrich Vorwerk so hoch waren für diese schnelle Expansion, dass sie fast die gesamten zusätzlichen Einnahmen aufgefressen haben. Und dann vor einem halben Jahr habe ich bei Friedrich Vorwerk nochmal gesagt, na, ich bin nicht sicher, ob die Aktie, obwohl sie sich schon mehr als halbiert hatte, schon so günstig ist, dass man einsteigen könnte. Aktuell muss ich sagen, finde ich Friedrich Vorwerk auf dem Kursniveau, wo sie jetzt sind. Ich habe also in der Vergangenheit immer gesagt, eher nein, ja. Aber jetzt finde ich Friedrich Vorwerk interessant und komme da auch gleich zur nächsten Frage. Wann sind deutsche Aktien dann eigentlich unterbewertet? Und das ist genau die Gretchenfrage, die ich jetzt natürlich auch nicht in einem Satz beantworten kann. Also es gibt keine Zauberformel, wo man sagen kann, bei einem Kursgewinnverhältnis von exakt 7,3 sind deutsche Aktien dann unterbewertet. Ich glaube, das ist eh klar für Zuschauer, die länger zuschauen, dass man sich da eben jeweils die Aktie genauer ansehen muss. Aber ich würde das Pferd von der ganz anderen Seite her aufsatteln. Naja, deutsche Aktien sollten meiner Meinung nach im Depot weniger als 10% ausmachen. Wenn jemand das anders sieht und es sind 15 oder 20, kann man es auch noch argumentieren. Es gibt aber gar nicht wenige Anleger in Deutschland, die Heimaktien aus Deutschland mit über 50% gewichtet haben. Das würde ich als Fehler sehen. Aber wenn man eben sagt, aktuell ist Deutschland tief bewertet, und das stimmt für den Aktienmarkt im Verhältnis zu den momentanen Einnahmen, aber die Situation verschlechtert sich eben, und wenn man also hier sagt, 5% investiere ich da, ist das meiner Meinung nach eine gute Quote, die man gut gewählt hat. Und dann würde ich mir eben die einzelnen Aktien in Relation ansehen, ja, und eben auf keinen Fall alles, was schon tief gefallen ist, kaufen, sondern dann wirklich die wenigen Schüsse, die man hat. Also wenn 5% vom Aktiendepot jetzt zum Beispiel 2.500 Euro sind, dann in 5 deutsche Aktien jeweils 500 Euro investieren, und dann sieht man eh, wie schwierig das ist. Also man kann nicht sagen, nur weil etwas tief bewertet ist, dass man investieren soll, meiner Ansicht nach, oder nicht, ja, sondern es kommt auf die Gesamtausrichtung raus, und da würde ich die Sachen eher untergewichten. Das ist eben auch der Grund, warum es keine längeren Videos aktuell zu deutschen Titeln gibt oder kaum, weil eben hier schon klar ist, dass sich die Situation wirtschaftlich insgesamt gerade verschlechtert. Das ist nicht überall auf der Welt so, im Gegenteil, es gibt viele andere Bereiche, die sich durchaus gut entwickeln, und in so einem Markt muss man immer sehr vorsichtig sein, aber es gibt eben die ersten Aktien, die ich bereits interessant fände. Ihr wisst, wenn ihr den Kanal häufiger schaut, was ich die letzten 2, 3 Wochen gekauft habe. Friedrich Vorwerk war nicht dabei, aber wenn man mich isoliert fragt, was ich von der Aktie halte, ja, mittlerweile ist sie so tief gefallen, dass ich sie durchaus interessant finde, weil eben gerade in Richtung LNG-Gas und auch Gas als Brückentechnologie bei der Energiewende hier durchaus als einiges an Fantasie da ist, positiv. Gleichzeitig ist die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen natürlich auch wieder ein Risiko. Also es muss klar sein, dass das Hochrisiko-Aktien sind. Bei einem der Kommentare, wo die Frage war, wann sind deutsche Aktien günstig genug bewertet, kam dann auch gleich das Kommentar dazu, dass ja Deutschland zum Beispiel deutlich geringer verschuldet ist als die USA. Da möchte ich kurz was dazu sagen. Ich wäre mir da nicht so sicher, und ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. Offiziell wird die Staatsverschuldung so definiert, wie viel Anleihen sind ausständig und wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt. Und da ist es richtig, hier sind die USA höher verschuldet als Deutschland, und die Schulden wachsen bei den USA auch schneller, als das in Deutschland der Fall ist. Ja, so mit 2:0 für Deutschland. Allerdings, und das kann man sich mal googeln, implizite, explizite Staatsverschuldung. Also jede Firma, die Pensions
Verpflichtungen eingeht, die zum Beispiel ihren Mitarbeitern sagt, wenn ihr 20 Jahre im Betrieb wart und dann in Pension geht, dann habt ihr für den Rest eures Lebens Anspruch auf 200 US-Dollar pro Monat an Zusatzpension, die die Firma zahlt, muss das in der Verschuldung als Verbindlichkeit in der Bilanz darstellen. Der deutsche Staat stellt das nicht dar. Der US-Staat stellt das auch nicht dar, aber die Pensionsverpflichtungen im staatlichen Pensionssystem, das es in den USA schon auch gibt, ja, sind aber um ein Vielfaches geringer als in Deutschland und auch viele andere sozialstaatliche Verbindlichkeiten. Und wenn ich nicht die explizite Staatsverschuldung als Kriterium nehmen, sondern die implizite. Und gerade in einem Land mit demografischem Wandel wie Deutschland ist es ganz gut, wenn man diese Sachen mit berücksichtigt, dann kehrt sich das Verhältnis ganz schnell um. Das wollte ich nochmal der Vollständigkeit halber sagen, weil formell ist das Kommentar eben vollkommen richtig. Die USA sind höher verschuldet als Deutschland, aber das heißt nicht, dass das Schuldenproblem bei Deutschland auch wirklich geringer ist als in den USA. Das sehe ich nämlich anders. So, jetzt harter Bruch. Ich bin gefragt, was ich von der Firma Rakuten aus Japan halte. Rakuten ist quasi das japanische Amazon, auch deutlich kleiner, also ein Internetversandhaus mit Lieferinfrastruktur und so weiter. Und ja, ist auch interessant, dazu möchte ich was sagen, weil Rakuten bei mir im Depot drin ist, allerdings mit einer kleinen Position. Rakuten habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut, passt eben momentan nicht in mein Beuteschema rein, da habe ich auch keine Absicht, da irgendwo aufzustocken, aber als ich mir damals die Zahlen das letzte Mal angesehen habe, war Rakuten eine Firma, die in den letzten 100 Quartalen gefühlt in 80 davon Verluste gemacht hat. Also es gibt positive Geschäftsjahre und Quartale bei Rakuten, aber im Prinzip macht Rakuten in den letzten 10 Jahren durch die Bank mit dem operativen Geschäft Verluste. Und in solche Firmen investiere ich an sich nicht. Ja. Hier habe ich trotzdem etwas investiert, weil ich die Technologiepalette bei Rakuten ganz interessant finde. Rakuten ist also von den Online-Lieferdiensten global gesehen eine relativ kleine Firma, die also auch im Kerngeschäft in Japan tätig ist und dort auch, also Amazon gibt es auch in Japan, und auch andere Konkurrenten, die also auch dort einen Marktanteil hat, der zum Beispiel kleiner ist als der von Mercado Libre in Südamerika. Rakuten hat aber eine Menge interessante technische Spielereien, also meiner Meinung nach, da bin ich vielleicht nicht der Top-Experte, sondern das sind so Sachen, die ich am Sonntag beim Frühstück ganz gern lese, Technikmagazine und so. Und kann sein, dass ich da nicht ganz am letzten Stand bin. Aber Rakuten hat immer wieder technologische Innovationen, wie das ist Rakuten zutraue als einer von mehreren Spielern, dass sie die ersten sind, die in einem dicht besiedelten urbanen Gebiet in einem Industriestaat wie Japan die staatliche Genehmigung kriegen, Flugdrohnen nicht nur versuchsweise, sondern im Echtbetrieb mit regulärer Fluglizenz einzusetzen und die es dann schaffen, wirklich über Drohnen die Lieferungen zu übernehmen, vielleicht auf einem speziellen Parkplatz mit Drohnenparkplatz oder Landeplatz, wo dann ein zweiter Roboter das Ganze in Postboxen einsortiert. Und da ist die Fantasie quasi, warum ich bei Rakuten mit einer kleinen Portion beteiligt bin. Wenn Rakuten in dieser Hinsicht irgendwas schafft, ja, also vor allem eine staatliche Genehmigung für eine disruptive Technologie zu bekommen, die andere Konkurrenzunternehmen nicht haben, dann ist Rakuten in einer Größenordnung, wo für Amazon sowieso, aber eben auch für vorher angesprochene Mercado Libre oder auch die Deutsche Post, also DHL, wie sie jetzt heißen, ist Rakuten von der Marktkapitalisierung klein genug, dass die Übernahmekandidaten wären oder auch für einen Merger Kandidaten wären und dann könnte es eine ordentliche Prämie bei Rakuten geben, also quasi das Fantasieszenario, Rakuten schafft es, vollautomatisierte Drohnenzustellung im Großraum Tokio im Echtbetrieb und massenhaft umzusetzen, dadurch steigt die Aktie schon mal um 100%, dann kommt das Übernahmeangebot von Amazon und die Aktie verdoppelt sich nochmal und damit wären 400% Kursplus drin. Das
das ist die Spekulation. Von den Geschäftszahlen der Vergangenheit ist Rakuten eher eine Katastrophe, also fast immer operativ im Minus, und deswegen, das ist so eine Spielerei. Ja. Ich habe solche Aktien im Depot, ich finde das auch ganz interessant, ich finde das spannend und mir macht das Spaß, aber das macht 0,2% im Depot aus oder vielleicht sogar überhaupt nur 0,1% bei mir im Depot, ist also eine kleine Position und wird klein bleiben. Ja. Also selbst wenn Rakuten die nächsten 6-7 Quartale ununterbrochen in der Gewinnzone ist, wäre bei der Vergangenheit und der Bewertung, die Rakuten im Verhältnis zu möglichen Gewinnen hat, das Unternehmen als Value-Aktie, in die ich normalerweise investiere, eher uninteressant, aber so diese Fantasie ist da. Nächste Frage war, ob ich BMW so einschätze wie Mercedes. Ja, das ist immer sehr lustig, wenn ich die Fragen im Kommentarfeld kriege, weil man das natürlich immer in einem Satz beantworten kann. Also BMW und Mercedes haben gemeinsam, dass sie beide meiner Meinung nach deutlich besser aufgestellt sind als Volkswagen und dass sie eben niedrig bewertet sind im Verhältnis zum momentanen Cashflow. Das macht sie bei der niedrigen Bewertung interessant. Insofern gibt es da schon Parallelen und ich verstehe auch die Frage zwischen Mercedes und BMW, aber die Produktpalette ist dann doch deutlich anders, ja, vor allem mit Mercedes mit den noch Altbeteiligungen am Truckgeschäft und so weiter. Ja. Also das ist schon wirklich schwer vergleichbar, aber grundsätzlich von der Argumentation her ist eine Aktie von einem deutschen Autobauer, das Industriefeld deutscher Autobauer ist gerade im Umbruch. Ja. Keiner weiß da genau, wie das in 5 Jahren aussehen wird. Aber bei der niedrigen Bewertung könnte man überlegen, wie auch eingangs gesagt, aber eben insgesamt in Deutschland meiner Meinung nach mit Maß und Ziel investieren. Ja, dann kamen sehr viele Kommentare, die sich für die Videos bedankt habe. Ich bedanke mich ebenfalls, mache ich sehr gerne. Ab und zu gibt es auch Kommentare, wo ich ein bisschen den Kopf schüttel, wie unter dem Video, wo ich Nestle gekauft habe. Viel zu früh, ja. Ich kaufe erst bei 89, da ist dann der Tiefpunkt oder so, ja. Sei jedem belassen. Ich wünsche jedem das Beste. Und wenn es jemand schafft, den Nestle-Kur-Tiefpunkt wirklich genau vorauszusehen, und ich habe dann bei 95 Schweizer Franken gekauft und er schafft es dann bei 89 zu kaufen, ja, soll so sein. Freue ich mich für denjenigen. Also ich tue mir da teilweise schwer, ob ich auf solche Fragen antworten soll oder ob sie hundertprozentig ernst gemeint sind, weil das eben genau kein Charttechnik-Kanal ist, ja, der von der These ausgeht, dass sich solche Tiefpunkte oder Hochpunkte exakt bestimmen lassen, sondern mein Blick ist der langfristige, aber eben die vielen netten Kommentare, die sich für die Arbeit bedanken, also wirklich sehr gern, vor allem wenn eben Kommentare kommen, wo ich den Eindruck habe, dass jemand echt neugierig ist, ja, dass er versucht, mit Aktien sein Geld gut anzulegen, dass er aber noch Verständnisprobleme hat. Ja. Also das macht mir dann Spaß, und wenn ich da dem einen oder anderen weiterhelfen kann, vielleicht ein paar Anfängerfehler, die ich vielleicht auch gemacht habe, wo ich daraus gelernt habe, zu vermeiden und den einen oder anderen Fehler zu vermeiden, wo man Geld verliert, und ein bisschen Unterstützung zu geben, dann mache ich das wirklich gern, und das sind dann auch die Kommentare, wo ich mich auch gerne am Abend noch einmal 10 Minuten hinsetze und die vielleicht in mehr als 2 Sätzen beantworte. Gibt es eben ein paar andere auch, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Gefragt worden bin ich öfter, und dazu gibt es auch längere Videos von mir, warum Goldminenaktien so schlecht laufen bei den gestiegenen Goldpreisen. Also hier sei wirklich auf die längeren Videos verwiesen. Die kurze Antwort ist, dass auch das Gold schürfen extrem energieintensiv ist und dass die höheren Energiekosten auch bei höheren Goldpreisen auf Marge kosten, wobei auch die These, die da in der Frage mitschwingt, Barrick Gold und Newmont Gold und Agnico Eagle, also die ganz großen Goldminenbetreiber, sind im letzten halben Jahr wirklich deutlich schlechter gelaufen, als man eigentlich erwarten würde bei dem Goldpreis. In der zweiten Reihe gibt es jede Menge Goldunternehmen, die auch die Kostenseite
ein bisschen flexibler im Griff haben, die in den letzten 2, 3 Jahren eh unglaublich gut gelaufen sind. Und ja, also hier nochmal die Anregung, wenn jemand Aktien interessiert, bevor er in die Kommentarspalte reinschreibt, was meine Meinung dazu ist, vielleicht einmal schauen, bei der Kanalübersicht rechts oben gibt es eine Lupe, wo man nur auf diesem Kanal nach Stichworten suchen kann. So bin ich zum Beispiel in der letzten Woche nach der Aktie von Johnson & Johnson gefragt worden. Das ist ein Unternehmen, was ich wirklich mehrmals ausführlich auf dem Kanal besprochen habe. Deswegen werde ich auch jetzt nichts dazu sagen. Aber es gibt eben, wenn man auf Kanalübersicht geht, eben rechts oben irgendwo eine Lupe, wo man nur auf den Kanal suchen kann. Und da findet sie dann auch, ob es zu den Unternehmen nicht vielleicht eh schon einiges gibt. Ähnliches gilt auch für Weyerhaeuser. Also den Fonds bzw. das Unternehmen, das Sägewerke und Wald in Nordamerika, also in Kanada und den USA, besitzt bzw. langfristig gepachtet hat. Das war eine Frage bei Svenska Cellulosa, wie ich da also im Verhältnis zu den europäischen Wald- und Forstkonzernen, wo ich also mich von einem Konzern in den letzten 2 Wochen getrennt habe, wie ich da den großen amerikanischen Forstbetrieb, Weiherhäusersee und ja, ein Stück besser. Ja. Also die stabile Baukonjunktur in den USA, die halt ganz anders ausschaut, auch, als auch der Immobilienmarkt, der gerade auch in Skandinavien in Europa ordentliche Probleme haben hat. Also gerade Schweden zum Beispiel dürfte ein Land sein, wo nahezu alle Immobilienkredite variabel vergeben waren und wo dementsprechend die Immobilienpreise gerade besonders stark einbrechen und wo eben auch einige dieser Forstbetriebe in Europa sitzen. Und da ist Weyerhaeuser, um auf die Frage einzugehen, schon ein gutes Eck besser aufgestellt, wenn aber auch nicht frei von Risiken, ja, weil gerade mit Gewerbeimmobilien, also ob da in den USA nicht noch eine Immobilienkrise, wenn sie auch vielleicht nicht so tief wird wie damals 2008, aber ob da nicht noch was nachkommt nach den Zinserhöhungen, lässt sich jetzt schwer beurteilen. Wie fast immer bin ich dann nach sehr vielen Aktien gefragt worden, die eigentlich Turnaround-Kandidaten sind oder Rakuten, die gerade in 5 der letzten 6 Jahre jetzt nicht recherchiert, aber gefühlt negative Zahlen geschrieben haben. Also eigentlich Unternehmen, die unter spekulativ fallen, nach den großen stabilen Unternehmen, die ich momentan gern investiere, die Geschäftsmodelle haben, die krisenfest sind und gut prognostizierbar, wäre ich eher selten gefragt. Dafür umso mehr habe ich mich gefreut über die Frage nach Kimberly Clark. Also Kimberly-Clark, ein amerikanisches Unternehmen, das vor allem Hygieneprodukte erzeugt, also Klopapier, Küchenrolle und alle möglichen solchen Sachen, die man im Supermarkt kauft, aber auch direkt für die Industrie beliefert. Also auch Firmen brauchen große Mengen, auch wenn sie nicht in der Papierindustrie tätig sind, an Klopapier oder Küchenrollen diese Sachen. Ist also genau ein Unternehmen, das in mein Beuteschema reinfällt, das sogar in meinem Depot drin ist, allerdings eine kleine Position und das glaube ich schon seit 2016 oder 2017. Deswegen bin ich auch nicht sicher, ob ich zu Kimberly Clark schon irgendwann einmal was auf dem Kanal gemacht habe. Kimberly Clark fällt also ganz analog zu Nestle oder Coca-Cola, also den beiden Aktien, die ich als letzter gekauft habe, unter diese großen, stabilen Unternehmen, die durch alle Krisen hindurch vermutlich, allzu sicher sollte man sich nie sein, aber vermutlich stabil ihre Einnahmen weitermachen werden. Warum ich bei Kimberly Clark in den letzten Jahren nicht zugekauft habe und nur eine kleine Position halte, ist die Verschuldung. Die ist doch ein Eck größer, als sie bei Nestle oder bei Coca-Cola ist. Ich habe also bei diesen beiden Firmen das Planspiel oder das theoretische Spiel durchgespielt. Was würde passieren, wenn die Zinsen gegenüber dem niedrigen Niveau von 2 Jahren, also wenn die Zinserhöhungszyklen nicht vorbei wären, schaut momentan nicht danach aus, aber es gibt eine negative Überraschung, die Zentralbank, weil die Inflation zum Beispiel nochmal ansteigt, erhöht die Zinsen, statt dass sie sie senkt. Und die Zinsen steigen gegenüber den Niedrigzinsvarianten nicht nur um 2 oder 4% für die Firmen, sondern sogar um 6 oder 8%. Und hier sieht man, dass anders als Coca-Cola oder Nestle, vor allem Nestle, wo ich also sage,
Die würden auch 8% Zinszahlungen aushalten. Dann müsste zwar die Dividende zusammengestrichen werden und Forschungsprojekte bei Nestle und Zukunftsinvestitionen müssten reduziert werden. Aber Nestle würde auch nicht in Konkurs gehen, wenn sie 8% Zinsen auf die Verbindlichkeiten zahlen müssten. Und bei Kimberly Clark schaut das auch sehr gut aus, dass sie den Zinserhöhungszyklus, den wir momentan haben, relativ problemlos überstehen, weil die Zinsen eben nicht um 8% steigen werden. Aber Kimberly Clark ist doch ein bisschen höher verschuldet als die anderen Unternehmen in der Peer Group, also als Unternehmen von Herstellern von Produkten, die die breite Masse im Supermarkt einkauft. Und Kimberly Clark ist nicht niedriger bewertet. Ja, also gerade von der Bewertung, die habe ich mir noch mal kurz angeschaut, ist Kimberly Clark momentan absolut vergleichbar mit Coca-Cola. Also ich spreche hier von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22, 23, eine Dividendenrendite, die glaube ich um 2/3 Zehntelprozent höher ist als bei Coca-Cola, aber in derselben Ebene liegt. Ja. Ich habe aber Schulden, die gemessen am operativen Gewinn um 20, 25% oder um 20% höher, so in der Größenordnung wie bei Coca-Cola liegen und eher um 40% höher als bei Nestle liegen. Und das ist dann doch etwas, wo ich sage, es gibt eine ganze Menge an Unternehmen, die in dieses Kriterium fallen, also auch Unilever oder Mondelez, ja, oder auch Kraft Heinz, wo allerdings auch eine gewisse Sondersituation vorhanden ist, wären hier zu nennen. Also es gibt doch, wenn man es insgesamt nimmt, 15, 20 verschiedene Unternehmen, die global Waren herstellen, die man dann im Supermarkt großflächig kauft. Und hier habe ich also schon einen gewissen Nachteil, indem ich eine Verschuldung habe, die nicht wirklich groß problematisch ist, aber die ein Eck höher ist als die anderen Unternehmen und wo aber gleichzeitig die Aktie nicht günstiger bewertet ist. Also wer Kimberly Clark mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 bewertet, während ich bei Coca-Cola 22 hätte, dann würde ich da wirklich überlegen, was ich als nächstes kaufe. Aber nachdem das nicht der Fall ist, ja, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Also hier schauen die Fundamentaldaten zwar nicht schlecht aus, ja, aber um einen Tick schlechter und damit eher weniger. Wobei die kleine Position, die ich halte, lasse ich weiter im Depot und schaue mir das Bild in 2 Jahren vielleicht nochmal an. Wo ich nochmal was kurz sagen wollte, war zum Thema Deutschland. Das ist aktuell ein sehr interessantes Thema. Ich sehe das auch wirklich mit einem gewissen wissenschaftlichen Interesse. Also das ist ein riesiges Gesellschaftsexperiment, was da in Deutschland abläuft mit der Energiewende und mit einigen anderen Sachen. Der Ausgang ist noch höchst unklar. Ich merke nur irgendwo, also auf der einen Seite gibt es die öffentlich-rechtliche Woke-Medienblase, ja, die lang versucht haben, sämtliche Probleme einfach nur schön zu reden. Wenn es überhaupt nicht mehr gibt, dann berichtet man ein bisschen über die wirtschaftlichen Probleme, aber im Großen und Ganzen ist der Ernst der Lage dort weit noch nicht angekommen. Ich merke aber dann auch quasi im alternativen Medienspektrum an freien Medien, zu dem ich den Kanal hier zähle, dass die Stimmung hier zu schlecht ist. Ja. Also ich versuche das etwas differenzierter zu sehen. Ja. Und man muss sich also schon vor Augen halten, wenn man sieht, was in Deutschland alles nicht mehr funktioniert, was in den letzten 2, 3 Jahren wirtschaftlich schlechter geworden ist. Und da könnte man viel aufzählen. Ja. Dann sollte man sich schon aber vor Augen halten, dass in vielen anderen Ländern, ja, auch nicht alles perfekt abläuft. Ja. Und eben gegenüber der Woken-Bubble würde ich auch sagen, ja, einige Probleme muss man ansprechen und zur Kenntnis nehmen, ignorieren, so wie man zum Beispiel die Inflation sehr lange auf ARD oder ZDF kleingeredet hat, indem man nur Experten eingeladen hat, die erklärt haben, dass die Inflation von selber wieder zurückgeht. Also das wird nicht funktionieren. Ja. Da gibt es ganz fundamentale Probleme, die sich auch nicht von selber lösen werden und die dazu führen werden, dass der Lebensstandard in Deutschland absinkt. Das kann man so eindeutig sagen, was eben der öffentlich-rechtliche versucht zu verhindern. Auf der anderen Seite verwehre ich mich aber etwas gegen das Katastrophendenken, ja, und sozusagen Deutschland steht vor der ultimativen Krise und wird hinter Polen oder hinter der Slowakei oder hinter Ungarn demnächst
absteigen und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland wird in 5 Jahren um 60% niedriger sein. Das würde das bedeuten, wenn Deutschland wirklich bei den Industrienationen ans Ende rutscht. So weit sind wir auch noch lange nicht. Ja, also gerade wenn man eben sich auch die Probleme in anderen Ländern ansieht, dann sieht man, dass die Länder auch nur mit Wasser kochen, glaube ich, sagt mal. Redewendungen sollte ich vermeiden. Also hier ist dann teilweise, glaube ich, auch das Bild zu negativ. Ja, man sollte eben schon versuchen, nicht vorgefertigt eine Meinung zu haben und die immer wieder sich selbst nur zu bestätigen, indem man nur eine gewisse Art von Medien konsumiert, sondern also hier sehe ich auf der einen Seite in den staatlich finanzierten Medien eine zu große Euphorie oder dass man die Probleme zu sehr wegdiskutieren möchte. Ich sehe aber auf der anderen Seite ein Bild, das man teilweise deutlich zu negativ ist, ja. Also auch wenn das Vorzeichen für die deutsche Wirtschaft leider negativ ist, eben im letzten Jahr war man in einer Rezession, es würde mich nicht überraschen, wenn man im Jahr 2024 wieder in einer Rezession ist, also das ist nicht schön, aber es ist auch nicht zu erwarten, dass die Wirtschaftsleistung im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren um 15% pro Kopf zurückgeht. So schlimm schaut das auch nicht aus, das wollte ich mal sagen, weil ich da irgendwo sehe, dass auf beiden Seiten meiner Meinung nach Manöver schießt, ja. Und ja, nachdem das Video jetzt schon wieder eine halbe Stunde dauert, es gibt auch ab und zu so nette kleine Wortmeldungen mit ich soll mich kürzer fassen. Ja, das wird es vermutlich leider nicht spielen, das ist nicht so meine Art. Ich habe auch in letzter Zeit ein paar Mal das Problem gehabt, dass mir der Akku ausgegangen ist, weil, glaube ich, die Lebensdauer meiner Akkus schon langsam zu Ende ist. Und ich habe das jetzt so gelöst, indem ich mir so einen Dummy-Akku gekauft habe, den ich jetzt dann an die Steckdose anstecken kann. Also in Zukunft wird es keine Enden mehr geben. Mit der Akku geht man gleich aus, aber dadurch fällt auch die Verpflichtung weg, die Videos auf die Akkulänge zu kürzen, das so als kleine interessante Info. Ich habe da also eine kleine Investition getätigt und mal dafür gesorgt, dass es in Zukunft keine Akkuprobleme mehr geben wird. Ja, am Schluss nochmal, also ich bedanke mich vor allem für die vielen netten Kommentare, die sich ebenfalls auch bei mir bedanken. Also mir macht es hier eben wirklich Spaß, vor allem wenn ich merke, dass ich Leuten, die ernsthaft nach Antworten suchen und die nicht irgendwie provozieren wollen oder sowas weiterhelfen kann. Ich habe den Kanal eigentlich am Beginn für Freunde gemacht. Es ist dann ganz faszinierend, dass ich mittlerweile bei fast 4000 Abonnenten bin, aber so eben, ich denke mal da öfter vor 20 Jahren, als ich zu investieren begonnen habe, da hat es auch noch kein YouTube bin. Dieser, ja, YouTube hat es wahrscheinlich schon gegeben, aber in der Form gegeben, dass man so einfach Videos in der Länge aufnehmen konnte von den Download- und Upload-Raten, die damals notwendig waren. Und mir hätte es damals recht weitergeholfen, wenn ich so einen Kanal gehabt hätte, wo jemand vielleicht manchmal ein bisschen zu unstrukturiert und mit ein paar Versprechern und so weiter, aber über seine Erfahrungen an der Börse in den letzten 15 Jahren spricht. Und wenn das eben heute beim anderen hilft, dann macht mir das wirklich Spaß und danke für eure Kommentare. So, das war's für heute. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Grüß euch.